Genau, einer der meisten Probleme und Herausforderungen zum Thema Skalieren, die ich sehe, ist wie folgt. Du hast hier zum Beispiel dargestellt in so einem Graphen. Ja. Hier oben hast du in der Y-Achse hast du das Chaos. Ja, Chaos und hier Umsatz, ja, oder Wachstum, generell Wachstum. Ja. Und in der Regel ist es so, du wächst und während du hier wächst, nimmt auch das Chaos zu. Ne? Also du kriegst immer mehr Kunden, generierst immer mehr Daten, mehr Mitarbeiter und so weiter. Am Anfang arbeitest du vielleicht noch mit Excel-Sheets, weil ich dir nicht empfehlen würde, ja, also von vornherein mit CRM zu arbeiten. Und dann geht es ja hier so rein und dann, sagen wir hier, ja, wird das Chaos quasi immer exponentiell höher, während aber dein Wachstum eben stagniert, weil du eben so busy bist in deinem Chaos. Ja? Das heißt, da musst du wieder dein Chaos wieder sauber machen. Ja? Also hier ist dann häufig so, dass die dann irgendwie so ein CRM dann einführen, so ein Startup oder sowas. Ja? Dann ist es wieder sozusagen alles geordnet, sauber und dann kannst du hier wieder wachsen, ohne dass das Chaos wirklich irgendwie wieder weiternimmt. Und dann, dann wächst du hier und dann plötzlich bist du wieder an einem Punkt, wo das Chaos wieder massiv zunimmt, ja, um überwachsen zu können. Und dann bist du wieder hier an so einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich irgendwie, was weiß ich, einen Abteilungsleiter oder sowas, ja. Oder einen CFO oder einen COO, ja. Quasi ich muss eine nächste Riege oder was reinziehen, ja, um das Mess wieder in Ordnung zu bringen oder ein Teamleiter oder sowas, ja, in der Programmierung, ja, ein zusätzlicher Teamleiter oder auch im Vertrieb, ja, und dann ist wieder Ordnung, dann kann ich wieder wachsen, ohne dass das Mess, das Chaos irgendwie zunimmt. Und dann irgendwann bin ich wieder an so einer Stelle, sagen wir mal, hier bin ich quasi 5 Mitarbeiter, ja, und hier bin ich dann, sagen wir mal, schon bei 50 Mitarbeiter, ja, oder sagen wir sogar bei 25 und dann, und hier bin ich dann bei 50 Mitarbeiter plus oder irgendwie sowas, ja. Und das sind so die Stufen, ja, das ist ungefähr so ein bisschen vergleichbar mit dem Bodybuilding, ja. Letztendlich, dass du beim Bodybuilding ist es häufig auch so, dass die Bodybuilder, die richtig Weltmeister, professionellen Bodybuilder, die haben so eine Phase, wo sie quasi fressen, um einfach Gewicht zu kriegen. Denen ist auch egal, wie sie da aussehen, ob sie jetzt hübsch sind oder was weiß ich, einen fetten Bauch haben oder was. Und dann haben sie wieder eine Phase, wo sie quasi sich nur formen, also quasi wo sie eigentlich hungern und viel trainieren, aber fast nichts mehr essen, um dann das, was sie an Körpergewicht, an Wachstum gewonnen haben, dann umzuformen in gute Muskeln. Ja? Und genauso ähnlich ist es im Business auch. Ja? Du hast immer diese Phasen, wo du quasi an Wachstum generierst, kannst aber gar nicht irgendwie dich erstmal darum kümmern, dass das Ganze in Ordnung passiert, ja? Sondern es generiert Chaos und dann musst du es irgendwann wieder absäubern, die nächste Stufe reinziehen und so weiter und so weiter und so weiter. Und einer der Hauptgründe, ist der Grund, warum ich diese Grafik hier an die Wand male, eine Hauptgründe, wo ich immer wieder sehe, dass Leute von Solopreneur oder von 2-3 Mitarbeitern nicht weiterkommen, einfach stagnieren, weil sie sagen, ich will beides gleichzeitig machen. Also ich bin quasi hier in dem Punkt, ja, habe den ersten Mitarbeiter und ich will nicht wachsen, ohne gleichzeitig Chaos zu generieren. Also ich will nur wachsen unter der Prämisse, kein Chaos zu kreieren, kein Durcheinander, kein Mess. Und das funktioniert in der Realität eben nicht. Und ich finde, die Analogie zum Bodybuilder ist da sehr gut, denn du kannst nicht gleichzeitig viel essen und Bodyweight bekommen und gleichzeitig super perfekt Figur und die Muskeln. Beides geht nicht. Warum? Weil das sich gegeneinander ausschließt. Okay? Und das ist eben so einer der von vielen Gründen, warum einfach Leute nicht ins Skalieren kommen, nicht ins Wachstum kommen, weil sie einfach sich zwei komplett gegengesetzte Ziele gleichzeitig versuchen zu erreichen. Sie wollen gleichzeitig wachsen, aber auch gleichzeitig komplett saubere Strukturen haben und absolut kein Chaos, kein Durcheinander und nichts.
Und das schließt sich gegenseitig aus. Wenn du wachsen willst und besonders stark und schnell wachsen willst, generierst du automatisch Chaos. Das ist einfach so. Da führt kein Weg dran vorbei. So, wenn du weiterhin vielleicht Hilfe brauchst, hier unten irgendwo ist der Link auf thomasklein.consulting, such dir einen Termin, dann können wir gerne noch weitersprechen. Ich habe schon so vielen weitergeholfen, auch in, sagen wir mal, in einem kostenlosen, unverbindlichen Gespräch, aber auch in einem bezahlten Positionierungsworkshop zum Beispiel. Immer wieder sehr, sehr gute Erfahrungen. Hier im Anschluss an das Video gibt es auch noch ein Testimonial oder ein, zwei Testimonials für dich. Wenn du weitere Testimonials von mir brauchst oder weitere Informationen, um Gewissheit zu haben, dass sich der Termin mir auch lohnt, dann schreib mir einfach in die Kommentare oder PM mich auf Facebook oder auf LinkedIn. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich würde mich auf jeden Fall auf einen Call mit dir freuen. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.